Wem nützt KI überhaupt? Was stellen die Firmen und Staaten damit an, da zu diskutieren? Jetzt Karin Ulrich, die ihr gerade schon kennengelernt habt im Vortrag. Aljoscha Burchardt ist Computerlinguist am Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz. Da ist er. Und er moderieren. Moderieren wird Constanze Kurz, Informatikerin, Autorin, Sprecherin des CCC. Ihr kennt sie. Während jetzt alle noch verkabelt werden, werde ich ein paar Sätze sagen zu unserem Plan, den wir gemacht haben, über den wir reden wollen. Ich nehme schon mal Platz. Dieser hier. Setz dich ruhig schon. Ich glaube, wir haben ein bisschen Einblick bekommen, wie man heute aus wissenschaftlicher Sicht daran geht. Aber wir wollen natürlich das Thema künstliche Intelligenz ein bisschen breiter debattieren, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil, kann man schon sagen, ein Hype-Thema ist, gerade in Deutschland in den letzten Monaten. Weil wir einen Vertreter mit Aljoscha auf dem Podium haben. Das ist deine Seite. Weil wir einen Vertreter mit Aljoscha auf dem Podium haben, der gestern gerade bei der Eröffnung der KI-Enquete im Deutschen Bundestag war. Darüber werden wir auch ein bisschen sprechen. Wir werden über die anderen Kommissionen, Parlaments- und Regierungskommissionen sprechen und warum das Thema künstliche Intelligenz mit all seinen Facetten derzeit so populär ist in der Politik. Wir werden natürlich auch einen Aspekt besprechen, der in diesem Vortrag noch keine Rolle gespielt hat, aber glaube ich für die Entwicklung der KI von ganz entscheidender Bedeutung sein wird, nämlich die finanziellen Anreize, die hinter den verschiedenen Systemen stehen und warum deshalb auch so relativ kontrovers darüber gesprochen wird. Wir wollen aber keineswegs, haben wir uns zumindest nicht vorgenommen, nur über die Risiken reden, sondern selbstverständlich versuchen, so möglichst facettenreich abzubilden. Ich will vielleicht mal anfangen mit Aljoscha, weil er gestern in der Eröffnungssitzung der KI-Enquete war. Ich will aber ein paar Sätze sagen zu der Enquete, nur um sie abzugrenzen von den anderen Kommissionen, mit denen jetzt Aljoscha nichts zu tun hat. Die Enquete-Kommission ist dem Wortlaut nach eine Untersuchungskommission, sprich der Bundestag, und zwar nur der Bundestag und nicht die Regierung, möchte sich beraten lassen von Experten. Und die Enquete-Kommission, wie alle Enquete davor, sind paritätisch besetzt zwischen Abgeordneten und Sachverständigen. Und der Aljoscha ist ein Sachverständiger, weil er als Nicht-Abgeordneter dazukommt. Die anderen Kommissionen, wie insbesondere Digitalrat, der ist bei der Bundeskanzlerin angesiedelt, wird auch KI mit betrachten, oder die Datenethikkommission sind keine parlamentarischen Kommissionen, sondern gehören zur Regierung. Wir haben eigentlich sogar noch eine vierte, die sich mit dem Thema beschäftigt, nämlich der Nationale Ethikrat, der auch teilweise künstliche Intelligenz in seinen Besprechungen drin hat. Und warum es so ist, dass sich so viele Kommissionen damit beschäftigen, darüber wollen wir ein bisschen reden. Aber vielleicht sagst du mal, Aljoscha, wie war es denn gestern und inwiefern können wir als Fußvolk an dieser KI-Enquete teilnehmen? Also das war übrigens ein Thema davon, wie weit das Fußvolk teilnehmen kann. Also gestern konnte man teilnehmen, die erste Sitzung war öffentlich, die wurde im Parlamentsfernsehen übertragen, aber da ist natürlich noch nicht viel passiert. Da haben sich dann also 38 Leute vorgestellt, 19 Parlamentarier und 19 Sachverständige. Und man muss sich das wirklich vorstellen, das ist eine bunte Mischung. Also die Parlamentarier selber, die kommen aus den unterschiedlichsten Professionen natürlich. Das sind Leute mit wirtschaftlichem Hintergrund, mit juristischem Hintergrund, theologischem Hintergrund, was auch immer. Und dasselbe gilt eben auch für die Experten. Eigentlich waren die, ich würde mal sagen, waren vielleicht eine Handvoll, sagen wir mal, eher Technikexperten, so wie ich im Raum, und dann eben auch Experten aus der Zivilgesellschaft, die sich mit Netzpolitik beschäftigen oder auch mit auch theologische Fragen und alles Mögliche. Also wirklich ein bunt gemischter Haufen. Und warum man die eingesetzt hat, ist natürlich, das ist ein großes Thema, wie du gesagt hast. Es wird die Bundesrepublik Deutschland, wie alle anderen Länder auf dieser Welt, für viele Jahre beschäftigen. Und die Idee ist eben, man schlaut sich halt gemeinsam auf und versucht eben abzustecken, was drin ist, auch mal zu definieren, worüber man redet, ein Stück weit auch die Ängste zu nehmen und zu versuchen, eben die Chancen zu finden, aber auch die No-Go-Areas zu finden, dass man sagt, also es gibt da eben auch Vorbilder international, denen wir nicht folgen wollen und so weiter. Also das ist so, glaube ich, der Rahmen. Ich werde gleich mal an Susanne Karen fragen, was sie sich eigentlich wünschen würde, was so ein Untersuchungsgegenstand sein sollte, bevor ich dich sozusagen
Frage war tatsächlich inhaltlich beschlossen wurde, aber ich habe noch ein paar organisatorische Fragen dazu. Wird es Arbeitsgruppen geben und werden die auch sozusagen in der Zukunft zugänglich sein? Es wird Arbeitsgruppen geben, das wird demnächst am 14., 15. Oktober in einer Klausurtagung dann nochmal besprochen, welche das geben soll. Es gibt ja, es sind immer so abwechselnd, es gibt immer in der Sitzung von den Obleuten, das sind so von jeder Partei einer. Das ist so ein kleines Gremium, was sozusagen erstmal die grobe Richtung macht und dann wird immer die große Kommission zusammengerufen. Und dann gibt es diese Untergruppen tatsächlich, aber das ist noch nicht klar, zu welchen Themen die, also ob die nach Ressorts geschnitten werden, nach Technologien geschnitten werden, nach Anwendungsbereichen, habe ich noch gar keine Ahnung. Das muss eben noch ausgehandelt werden. Und es wurde eben diskutiert, ob diese Sitzung öffentlich sein soll. Das ist noch ein Streitthema. Also die Grünen haben sich sehr stark dafür gemacht, dass jede Sitzung öffentlich tagen soll. Und andere Parteien hatten zum Teil eine gespaltene. Ich glaube, es war niemand grundsätzlich gegen Öffentlichkeit, aber ich muss selber sagen, also ich bin auch öfter mal mit den Grünen übereins inhaltlich, das will ich gar nicht verhehlen, aber in diesem Punkt finde ich, man muss nicht immer öffentlich tagen, weil es eben auch zu sein kann, dass man über inhaltliche Sachen sich erstmal unterhalten will, dass vielleicht auch Politiker sich mal outen müssen oder auch ich als Wissenschaftler mal was sagen können muss, ohne dass mein Chef am Fernseher das mitbekommt. Also ich finde es schon okay, wenn man sich eben auch mal hinter verschlossener Tür erstmal unterhält und dann jede x-te Sitzung wieder öffentlich macht oder eben wenn man gefunden hat, mit welcher Message man nach draußen gehen soll. Also sozusagen, du sitzt ja auch nicht bei Coca-Cola mit dabei, wenn die Marketingstrategie machen, sondern die kommen nachher zu dir. Ich meine, okay, wir sind hier nicht bei Coca-Cola. Aber, ja, ob man jetzt so ein Wirtschaftsunternehmen wie ja. Coca-Cola mit dem Deutschen Bundestag vergleichen will, na gut, aber vielleicht sollten wir das mal offenlegen. Du weißt, was die Sachverständigen sind jeweils immer von der Fraktion benannt und alle Fraktionen des Deutschen Bundestags sind vertreten und zwar paritätisch. Für welche Fraktion bist du denn da der Sachverständige? Ich bin also von der FDP vorgeschlagen worden, aber ich selber bin parteilos, also sozusagen wirklich ein mit meinem als Wissenschaftler da mir selbst verpflichtet. Und formal, also ich war ja selber mal Mitglied einer Enquete-Kommission eines früheren Bundestages, ist man natürlich als Sachverständiger auch unabhängig. Jetzt frage ich mal, Karin, was würdest du dir eigentlich wünschen, wenn du, natürlich ist ein politischer Prozess vollkommen klar und die werden sich da auch behaken, insbesondere dann, wenn es aktuelle Gesetzgebungsprozesse geben könnte, in gesetzgebenden Ausschüssen, die da so reingrätschen. Aber was würdest du dir eigentlich wünschen, was so eine den Bundestag und damit auch zukünftige Bundestage beratende Kommission in diesem breiten Feld, wo du eben so ein paar Themen schon angerissen hast, betrachtet und untersucht? Was würdest du dir eigentlich vorstellen wollen? Also ich würde mal vorausschicken, dass das vielleicht jetzt meine Meinung ist für mein, also ich als Privatperson nicht, und dass das relativ unabhängig ist für mich als Wissenschaftler oder ich als Privatperson, was ich als Privatperson oder als Wissenschaftlerin erlebe seit 2012 eigentlich, in der sich das abgezeichnet hat, dass so diese Algorithmen so viel Erfolg haben, ist, dass Industrie sehr schnell sehr viel Geld in diese Themen steckt, nicht? Und dann auch sehr viel Macht. Im Endeffekt ist es seit 2012 also ein Spiel um Macht, wer eigentlich welches Talent bekommt und welche Patente und welches Wissen und diese Systeme am schnellsten umsetzen und anwenden und ausnutzen kann. Und was man so ein bisschen sieht, sind zwei große Spieler eigentlich, die Betriebe in den USA, also nicht Google, Facebook, Nvidia, und der zweite große Spieler, muss man auch ganz klar sagen, ist China. Nicht? Und dann stellt sich so ein bisschen die Machtfrage, will ich jetzt alle Macht sozusagen übergeben an einen Staat, der das wie auch immer nutzt, nicht? Wie das in China passiert, oder gebe ich alle Macht an so Betriebe wie Google und Facebook und oder nicht? Oder also wo ist sozusagen der Mittelweg? Ich denke, das ist eine, also zumindest wenn ich das so, als derjenige, der nur ein kleines Teilchen in dem System ist, so sehe, dann denke ich, das ist eigentlich eins von den zentralen Fragen, die man sich eigentlich hätte vor 5 Jahren stellen müssen, wenn wir mal ehrlich sind. Nun hat der Deutsche Bundestag wenig Möglichkeiten, auf Technologiekonzerne in Asien oder Amerika zuzugreifen. Er kann ja erstmal nur, vielleicht auch mit europäischen Partnern, wenn er eine europäische Regelung oder so anstrebt, aber er kann ja erstmal nur gewisse Grenzen setzen oder auch Untersuchungsgegenstände anpeilen und den Ist-Zustand erstmal in seinen Bericht schreiben, über den er was aussagen kann und den er vielleicht später regulieren kann. Also ja, ich meine aber auch ganz konkret einfach zu sagen, ich nehme Geld in die Hand als Staat oder als Europa vielleicht und das Wissen, was erwirtschaftet wird, das wird vielleicht nicht erwirtschaftet, weil ich meine, Menschen, Ingenieure, Wissenschaftler, die sind nun mal heutzutage sehr mobil und dann
vielen von meinen Kollegen ist es relativ egal, ob die in Europa arbeiten, ob die in Deutschland arbeiten, in den USA arbeiten und was sie eigentlich, das Wissen, was ich erschaffe, ist ja nur zu so einem ganz kleinen Teil eigentlich Macht, die ich dann einem großen Konzern gebe. Und man muss schon ganz einfach sagen, also die Arbeitsbedingungen zumindest an meiner Universität, sie sind nah und katastrophal, und dass alle meine Kollegen wegrennen zu den großen Betrieben, die ohne Übertreibung 5 bis 10 Mal so viel bezahlen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, viele meiner Kollegen, die sind passionierte Wissenschaftler, und denen geht es gar nicht darum, um die Arbeitsbedingungen, das ist viele Geld, aber oft auch einfach um die Sicherheit, dass es keine Festanstellungen gibt und sowas. Und das ist natürlich eine Politik, die zum Beispiel Kanada nicht fährt. Also da viele von meinen Kollegen, also viele ist jetzt übertrieben, aber es sind einige von meinen Kollegen, die heute in Kanada einfach leben und da auch gerne da sozusagen am Vektor-Institut zum Beispiel, ist eine Rieseninitiative, da dann forschen. Das ist halt einfach... Also damit wäre das eher eine, ich nenne das jetzt mal allgemein gesagt, forschungspolitische Forderung. Ich habe jetzt ein extensives Nicken auf Ayoshas Seite gesehen, muss man vielleicht... wir haben vorher ein bisschen besprochen, dass wir durchaus ein bisschen über Geld reden wollen. Ayosha arbeitet beim DFKI, das ist ja eine Institution, die prinzipiell einen besonderen Schwerpunkt im Drittmitteleinwerben hat. Insofern ist jetzt dein Nicken nicht so furchtbar überraschend. Aber ich glaube, die gesamte Strategie, die wir bei der Bundesregierung sehen und auch das ungefähr 12-seitige Papier, was gerade so rauskam von der Regierung in Bezug auf die Förderung KI, ist ja eine reine forschungspolitische Blatt sozusagen, wenn man will. Aber würdest du das auch als einen zentralen Punkt dieser Arbeit sehen, wenn du jetzt auf diese ganze Enquete blickst? Nee, aber ich meine, ich stimme nur zu, bei uns ist es ja ganz genauso. Also wie gesagt, wir leben eben auch von Fördergeldern. Das DFKI kriegt keine Grundfinanzierung. Wir müssen das alles sozusagen auf den freien Markt, in den Förderprogrammen oder eben für Industrieaufträge einwerben, das Geld. Für uns gilt auch so ein Besserstellungsverbot. Also wir dürfen nicht mehr als irgendwelche Ministerialbeamten verdienen. Das wird also genauso gedeckelt. Und ich meine, im Silicon Valley werden die KI-Größen wie Fußballstars gehandelt und du bietest denen hier ein Grundschullehrergehalt an als Junior. Also das ist schon wirklich ein bisschen interessant als Idee. Aber ich weiß nicht, ob in der Enquete wird es sicherlich auch darum gehen müssen, was man sozusagen in den Forschungstopf reintut. Da waren ja auch die großen Ideen mit Deutsch-Frankreich zusammen, was zu tun, wo die Bundesregierung dieses Jahr jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Geld eingestellt hat und fürs nächste Jahr ein paar hunderttausend Euro. Aber damit macht man ja keinen sozusagen, damit holt man ja nicht, was man auf die Fahnen geschrieben hat, den Wettbewerb mit China und USA wieder auf. Aber wenn ich noch einmal vielleicht jetzt wirklich das Fass ein bisschen aufmachen darf hier, was eben, welche Chancen wir eigentlich haben. Ich meine, wir werden nicht mehr Facebook und Google werden. Ne, aber ich bin auch der Meinung jetzt wirklich als Wissenschaftler, dass wir eigentlich, dass im Moment wir mit diesem, wir haben ja nur über maschinelles Lernen bisher gesprochen, ne, dass wir eigentlich mit diesem sehr datenhungrigen Ansatz im Moment eigentlich so ein bisschen, wenn man so will, wenn man in der Geschichte der KI guckt, ein bisschen die niedrig hängenden Früchte erntet. Also es gab ja früher auch andere Ansätze der KI, wissensbasierte Expertensysteme, wo man wirklich versucht hat, hands-on das Wissen in der Maschine zu modellieren. Also Wolfgang Walzer sagt immer, warum soll man die Naturgesetze jetzt aus Daten lernen? Die sind ja da. Ja, man kann sich ja vielleicht der Maschine auch anders beibringen, ist aber natürlich ein Riesenthema. Aber wir haben ja in Deutschland hier den starken Mittelstand, die unsere Ingenieurskunst, wir haben eine Bildungstradition hier auch, worum uns die anderen Länder ja auch beneiden. Ich meine, China hat sehr viel Geld, aber zum Teil eben auch noch nicht die Talente, die wir hier haben, und die Leute sind vielleicht nicht so mobil, dass sie alle gerne nach China gehen. In den USA ist völlig anders, die Firmen sitzen ja auch hier in Berlin zum Teil. Aber ich würde mir auch hoffen, dass wir auch eben forschungsmäßig und inhaltlich vielleicht was dagegen setzen können, weil man tut immer so, als wenn das Rennen schon gemacht wäre, aber ich glaube, da ist auch noch forschungsmäßig viel drin, vielleicht nicht so datenhungrig, transparenter, eher wissensbasiert und dann eben auch mit unseren ethischen Standards und unseren Datenschutzstandards, die wir gerne hätten, aufgebaut, denke ich, da können wir auch eine neue Qualität erzeugen. Das mag jetzt vielleicht wissenschaftlich naiv klingen, aber ich würde hoffen, dass uns das glückt, wenn wir sozusagen frohen Mutes an die Sache rangehen, aber wir dürfen eben nicht mehr wahnsinnig lange warten und das heißt eben auch eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen, und wenn ich mir den Rüstungshaushalt angucke, dann wäre doch ein ähnlicher Haushalt für Bildung und Forschung ganz schön. Ja, also, aber ach ja, na, da wären wir beim Thema. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Militärforschungsaspekt in dieser Enquete, die KI betrachten soll, überhaupt besprochen wird? Also gibt es irgendeine Wahrscheinlichkeit dafür, dass da auch sozusagen die ethisch richtig problematischen Grenzbereiche besprochen werden? Kann ich schlicht und ergreifend noch nicht sagen. Also ich kann es mir vorstellen, aber kann auch sein, dass es runterfällt, aber ich kann es einfach noch nicht sagen. Aber das ist natürlich ein wichtiges Thema, selbst wenn man sich auf die Fahnen schreibt, dass man es nicht tun wird. Und das DFKI zum Beispiel hat auch einen Beschluss, wir machen keine militärische, also keine sozusagen kriegerische Forschung, wohl beim hinterher Aufräumen und Helfen und Retten.
da vielleicht, aber eben nicht sozusagen kriegerische Einsätze, aber man muss ja auch davon ausgehen, dass es eben andere auf der Welt gibt, die das nicht so sehen und die so Zeug entwickeln. Und dann ist eben die Frage immer, muss man sich vielleicht auch dem irgendwie stellen und sagen, man muss zumindest mal up-to-date bleiben und sagen, was da gemacht wird und wie man sich gegebenenfalls auch wehren kann. Also soweit würde ich dann auch gehen. Also irgendeine Stellung muss man beziehen zu der Bedrohung. Okay, aber gehen wir ein bisschen wegkommen von dieser Enquete. Ich meine, das können wir vielleicht beobachten, sicherlich nicht so zeitnah wie du, aber wir werden als Öffentlichkeit irgendwie daran teilhaben können, weil gestern haben einige der Parlamentarier auch schon gesagt, dass es zumindest regelmäßige Berichte gibt, die kann man sich ja dann ansehen. Und vielleicht für diejenigen, die sich auch für diese Bestandsaufnahme, die ja am Beginn immer der Enquete ist, interessieren, wird es vielleicht ganz interessant, weil man das Feld der KI in etwas breiteren Facetten abbilden kann. Aber ich will mal auf die größere Diskussion in der Bevölkerung kommen. Mir scheint, das ist jetzt so, 3-4 Jahre, es hat ein größerer Hype. Aber zumindest in der deutschen Diskussion, man kann vielleicht sogar für die europäische sagen, ich habe das kürzlich im Europäischen Parlament mal kennengelernt, ist es eine eher angstbehaftete Diskussion. Sie ist geprägt so ein bisschen von dieser kommerziellen Auswertung von maschinellem Lernen, die insbesondere mit USA-Beispielen bespickt ist. Also ihr habt im Vortrag ja selber eingebracht und jetzt in letzter Zeit auch noch mit China-Beispielen, die immer noch mal ein Stück gruseliger sind. Zeichnet das für das Forschungsfeld eigentlich ein akzeptables Bild? Oder ist es so überzogen mittlerweile und hat sich gelöst von der Diskussion in der Akademie sozusagen, wie die Öffentlichkeit darüber spricht und wie diese Befürchtungslage, die mir immer größer scheint, eigentlich ist? Also wie würdet ihr das abgleichen? Naja, das ist, denke ich... Wenn keiner was sagt, fordere ich auf. Ich denke, das ist ja im Prinzip auch eine juristische Frage. Ich glaube, woraus viel die Angst besteht, ist, dass wir viele Sachen einfach noch nicht ausgehandelt haben. Ne? Also ich muss Informatiker nicht erzählen, dass so Besitz bei Algorithmen ein sehr strittiges Thema ist, also Patentrecht. Und das macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn bei so bei Produkten, die wir eigentlich für null Kost produzieren können. Ja, oder zumindest muss das komplett überholt werden. Und es wird selbst in diesem uralten Thema nicht überholt. Und jetzt haben wir ja dieses neue Feld, was wieder ganz andere... Ja, im Endeffekt sind es Machtfragen, aber auch halt juristische Fragen stellt, ja, also wem gehört Datensätze, wem gehört die Verantwortung, wenn was schief geht, welche Rolle spielt derjenige oder der Datenserver, auf dem der Algorithmus läuft, der die Voraussagen gibt, wem gehört das Modell, das vielleicht auf Daten basiert, die mir aber nicht gehören, kann ich Daten entleihen, kann ich Modelle entleihen, also wie funktionieren solche Sachen, sind eigentlich Dinge, die ganz zentral, also eigentlich sehr juristisch ausgehandelt werden müssen, meiner Meinung nach. Und wenn das nicht passiert, dann kommen eben schlechte Akteure oder halt Akteure, die das ausnutzen für ihre eigenen Zwecke, denke ich, auf eine ganz große Bühne. Und das ist schon was, wovor man auch berechtigt Angst haben muss. Also eigentlich ist es... Naja, also ja. Wir haben ja ein paar Bereiche, da wird das noch kommen. Da wird es in Europa kommen, da wird es in Deutschland kommen. Möglicherweise kann die Enquete beraten, aber wir haben auch einige Bereiche, da ist das schon passiert. Ich will vielleicht mal ein Beispiel nennen. In der letzten Legislatur hat das Verkehrsministerium ja ein Gesetz gemacht für selbstfahrende Autos oder auch assistiertes Fahren und sozusagen das erste Mal so eine Haftungsfrage, die ja letztlich über Software entscheidet, festgelegt, nämlich zu Ungunsten des Fahrers oder desjenigen, der drin sitzt. Also teilweise sind die Entscheidungen ja schon passiert und zwar auch in so einem Bereich, dass man jetzt nicht unbedingt die Techniker fragt, sondern das war ganz sicherlich eine Entscheidung pro Autoindustrie. Go ahead. Wir können vielleicht, bevor wir auf das autonome Fahren, ist ja immer ein super Thema, mache ich auch gerne, aber noch einen Satz zu dem davor. Ich habe in Deutschland den Eindruck, dass im Moment so ein bisschen der Schwanz mit dem Hund wedelt. Also wir haben eigentlich, wenn man so mit den Politikern spricht, die denken, alle müssen wir machen, Digitalisierung, total wichtig, KI ist der Schlüssel zur Digitalisierung. Ich sage immer, es hat so ein bisschen was von DDR, überholen ohne einzuholen. Also wir wollen jetzt den richtigen, jetzt machen wir den großen Push, jetzt haben wir 30 Jahre geschlafen mit der Digitalisierung und KI macht jetzt aber, jetzt kommen wir wieder an die Weltspitze irgendwie, ist schön. Aber dann siehst du, wenn du in die Bevölkerung guckst, wirklich in breite Teile der Bevölkerung, natürlich auch in meiner Familie und überall. Die Leute haben auch mit gutem Grund, die SPD-Leute wegen Arbeitsplätzen, die Grünen wegen Datenschutz, die Leute von der CDU braucht man nicht, hatten wir gestern Arnett irgendwie, die von der FDP sagen, die Auftragsbücher sind voll, die Maschine rollt, ich habe keine Fachkräfte, warum soll ich denn jetzt digitalisieren? Also
alle unten sind sich sozusagen an der Basis einig, das ist blöd und das wollen wir nicht. Und das ist natürlich auch dann irgendwie ein großer Blocker, Geld in die Hand zu nehmen. Wenn du jetzt Geld in die Hand nimmst, dann geht das Gejammer los und die Infrastruktur und die Rentenversicherung und die Brücken sind kaputt und so weiter. Du hast ja sozusagen, ich meine, sicherer ist es erstmal eine Kommission zu gründen, finde ich ja auch prima, rede ich ja gerne mit und so weiter. Aber ich denke, das ist im Moment die Situation, die wir in Deutschland haben. Also irgendwie eine irgendwie geartete Technik aufgeschlossen hat, dass die Leute sagen, yay, cool, wir kriegen smarte Homes, wo man vielleicht länger autonom zu Hause bleiben kann. Wir kriegen autonome Autos, die vielleicht uns sicherer und energiesparender durch den Verkehr bringen und andere Dinge, die irgendwie, sagen wir mal, eine positive Vision darstellen. Man kann immer beide Seiten angucken, mache ich auch wirklich gerne, aber davon sehe ich so gar nichts. Und das ist eben das, ich bin dann immer auch als Erklärbär unterwegs und versuche so ein bisschen auch die andere Seite mal zu zeigen. Naja, immerhin gibt es ja diese Papiere, wie wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Also bevor diese Enquete ins Leben gerufen wurde vom Parlament, gab es ja ein Regierungspapier. Und interessanterweise, das erste ist immer, worauf guckt man? Naja, welche Ministerien haben diese Papiere gemacht? Also 10, 12 Seiten. Und das war das Forschungsministerium und das Wirtschaftsministerium. Und so ist es auch ausgefallen. Geht ja im Wesentlichen um Geld. Und das liest sich auch sehr angstvoll, finde ich. Also man merkt ganz doll, dass da steckt viel Angst drin, auf diesen fahrenden Zug nicht mehr aufspringen zu können. Man will da jetzt auch ein bisschen Geld reinschenken, aber auch wieder nicht so viel. Das ist ja so ein bisschen wie eine Vorlage, die ihr jetzt bekommen habt und die, finde ich, auch nichts damit zu tun hat, was in den Zeitungen über KI steht, wo ja vor allen Dingen die verschiedenen, du hast ja auch ein paar Beispiele gebracht, die verschiedenen Formen von ganz praktischer Diskriminierung oder aber auch von Nichtwissen darüber, wie jemand hinter meinem Rücken über mich entscheidet, sozusagen, dass diese Aspekte da eigentlich ja nicht auftauchen, sondern dass das als wirtschaftspolitisches Förderungsprogramm gesehen wird. Da ist ja irgendwie so ein Disconnect aus meiner Sicht zwischen dem, was geforscht wird, was man objektiv wissen kann über maschinelles Lernen, ja, und was so die Bevölkerung befürchtet. Aber das stimmt, das wollte ich auch nochmal da, wenn ich nochmal darf, jetzt bringst du mich nochmal auf das Stichwort Disconnect. Genau, bei uns in der Forschung, ganz konkret, bei uns in der Sprachtechnologie, Leute in meiner Gruppe arbeiten daran, die Eigennamenerkennung in Texten zu verbessern. Ja, vielleicht von 70% Precision auf 80% zu kommen und dafür müssen 80.000 Dokumente von Hiwis annotiert werden und dann müssen die Algorithmen nachtrainiert werden und so weiter und so fort. Das sind Aufgaben, damit beschäftigt man sich. Oder andere Kollegen in der Robotik versuchen, die Übergabesituation, der Roboter gibt dir was in die Hand, er darf es dir nicht auf den Fuß fallen lassen, er muss es erst loslassen, wenn du es hast. Solche Dinge werden in der Forschung erforscht und da wird viel gemacht, da gibt es tolle Erfolge, aber das ist so weit weg jetzt eben von dem, ne, von den Visionen, die Leute haben mit Killerroboter und Überwachungsstaat und dass man denkt, das ist so wie der Genmais, ja, einmal aufs Feld geschmissen, fliegt der in alle Winde und wenn wir einmal die KI haben, dann sozusagen, dann haben wir nächstes Jahr da was ganz Schreckliches. Es ist wirklich, glaube ich, ein Disconnect zwischen dem, was zum Teil in der Forschung gemacht wird und was eben auch diese dusseligen Anwendungen, die wir da aus den USA sehen und auch was Google da gemacht hat mit diesem Anrufcomputer, der da irgendwie die Öffnungszeiten abfragt und so. Das sind, finde ich, also sozusagen für deutsche Seelen sind das natürlich dusselige Anwendungen. Das finden wir nicht schön. Ja, aber gut, was kann man nun machen? Also wie, wenn man jetzt selber in einer, gut, ist jetzt für dich eine schlechte Frage, weil du das ja schon tust, indem du den Bundestag da quasi versuchst zu beraten. Aber was kann man eigentlich tun, wenn man tatsächlich in dem Feld arbeitet, um diese merkwürdige Situation aufzulösen, ohne aber gleichzeitig in so ein Hurra, in so ein Hurra-Geschrei auszubrechen, weil sicherlich, also da kommt Probleme von zu. Brauchen wir hier, glaube ich, unter Informatikern noch nicht weiter besprechen. Aber wie kann man eigentlich dazu beitragen, dass es ein bisschen versachlicht wird oder dass man vielleicht auch die Aspekte, die in Deutschland wirklich gerade beforscht werden, wo wir gut drin sind, mal hervorhebt? Also ich denke, die Frage, die man sich vielleicht stellen muss, wenn man davon spricht, dass das so als, wie ist das gerade bezeichnet, als Wirtschaftsprogramm gesehen wird, also wo genau stellen sich denn Leute die Wertschöpfung vor, die von solcher Forschung ausgehen kann. Und ich denke, die ist sehr viel vielfältiger als die, was wir jetzt vielleicht in den letzten 5 Jahren primär gesehen haben, ist ja quasi die Nachahmung von menschlicher Wahrnehmung. Also wir gucken uns ein Bild an, wir wissen, da ist eine Katze drauf und wofür man das alles nutzen kann. Und allein da haben wir ja schon gesehen, wie wahnsinnig viel Geld das spart. Also es wären teilweise jetzt, es funktioniert Spracherkennung, funktioniert, das heißt, wir können Callcenter loswerden. Das spart uns viel Geld, sondern das ist eine Form von Wertschöpfung. Also das will ich jetzt, ne, das ist einfach nur faktisch, das ist nicht mal eine Kritik. Ich denke, das Benennen und das Konkretmachen, das führt einfach dazu, dass Leute wissen eigentlich, worüber man eigentlich konkret redet. Also wo es auch einfach
ich sag mal, das Geld für gibt. Also Leute zu ersetzen, also die ganze Automatisierung ist natürlich für meiner Meinung nach nicht so schrecklich weit weg, wird ja auch schon gemacht mit den Algorithmen. Also das ist eine Sache. Ich denke, in der ganzen Robotik, da ist man, also alles eigentlich, was echte mechanische Systeme sind, das ist realistisch gesehen immer echt noch weit weg. Also im Endeffekt, also man redet dann so wirklich von so einem Roboterarm, der irgendwie gerade einen Turm bauen kann. Also dass der irgendwie ganze Mechaniker oder so ersetzt, ich glaube, das ist relativ, also das ist noch in absehbarer Zeit nicht so möglich. Ich kann jetzt einfach mal so Sachen benennen, was Google X so macht, also das ist die Forschungsgruppe in Google, die so ein bisschen die außergewöhnlichen Forschungsprojekte haben, also die beschäftigen sich zum Beispiel auch mit Ernährung, ja? Also wir werden immer mehr Menschen, wie können wir die ernähren, wie können wir KI dazu nutzen, dass Pflanzen besser wachsen, wie können wir vielleicht in solchen künstlichen Gewächshäusern eine ganz andere Qualität von Pflanzen schaffen, wie können wir vielleicht Gentechnik beschleunigen mit KI, sowas zum Beispiel als Ernährungssicherheit, nicht? Da geht es darum, wie können wir herausfinden, an welchen Standorten wir aufgrund von geophysikalischen Daten noch irgendwelches Erz rausholen können oder irgendwelche, und mit dem Vorsprung an Wissen im Endeffekt die Rechte an sich im Land kaufen. Ich glaube, man macht sich ein Riesenversprechen, was in dem Sinne noch nicht eingelöst werden kann, liegt auch in Medizin. Ja? Also eine ganz große Hürde wäre, das Immunsystem zu verstehen, ja, und daraus dann neue Medikamente zu entwickeln. Also da gibt es schon vielfältige Forschungsansätze. Was ich immer extrem finde, ist, dass, wenn ich jetzt von solchen Sachen erzähle, fast alle von denen sind ausschließlich in diesen riesigen Firmen präsent. Ja. Also sozusagen ein Punkt, der mir auch immer wichtig ist, da, um so aus diesem Sammel- und Angstbegriff KI mal wieder ein bisschen wegzukommen, wirklich sich genau zu überlegen, worüber redet man. Redet man wirklich nur über digitalen Wandel, Digitalisierung, die Tatsache, dass wir Online-Bücher kaufen oder gar keine Bücher mehr kaufen und der Buchhandel kaputt gegangen ist, das hat jetzt nichts mit KI zu tun. Ne? Das ist ja schon hin, weil ich dachte, die Buchmesse wird die größte ever. Aber sagen wir mal, ich kenne die kleinen Buchhandlungen in unserer Umgebung, also manche von denen hatten es schwer. Ich wollte nur sagen, ja, das ist Digitalisierung erstmal, dass natürlich dann auch große Firmen irgendwo KI einsetzen, um Recommender zu machen oder für die Übersetzung oder um ihre Kunden zu clustern und die besser bedienen zu können. Gut, da kommt dann Machine Learning rein, aber das muss ja auch nicht, ich sage ja immer so ein bisschen, nicht jede Form von Machine Learning würde ich jetzt auch gleich als große KI bezeichnen, das hilft den Leuten auch nicht weiter. Und dann, das hilft dann auch immer ein bisschen, wenn man das einmal schon mal ein bisschen auseinander zerrt, weil viele Leute haben auch einfach schlicht und ergreifend keinen Bock auf digitale Transformation, digitalen Wandel, und das kann man auch so diskutieren, aber dann braucht man nicht über KI und da muss man nicht immer das große Fass sozusagen anstechen, aber ein Punkt, ich meine, was mir wichtig ist, wir versuchen eben immer auch Projekte zu machen, muss auch ein bisschen Werbung machen, habe gerade ein Buch rausgegeben, IT für soziale Inklusion, das könnt ihr euch Open Access runterladen, umsonst auch, da haben wir viel Mühe reingesteckt und Arbeit, auch mal Beispiele zu geben, eben für solche Anwendungen, die eben für die Leute integrieren, die noch heute gar nicht integriert sind. D21 hat diesen Digitalindex, der gibt die immer raus, 19% der deutschen Bevölkerung, jeder Fünfte ist noch überhaupt nicht online, in keinster Weise, kann keine Öffnungszeit nachgucken, kann Das habe ich nicht gesagt, nein, aber sie sind überhaupt nicht online und das wird sich auch mit der Zeit ändern, aber die Idee sozusagen, ich will auch nicht sozusagen die Technik in die Leute integrieren, sondern tatsächlich auch Leute, die unsere Sprache nicht verstehen, die vielleicht auch nur leichte Sprache verstehen, die sich nicht orientieren können im Raum vielleicht, ja, die Hilfen brauchen beim Gehen oder um irgendwo hinzukommen oder die wissen müssen, wo ein Fahrstuhl ist und so weiter. Wir haben ja viele sozusagen wirklich Integrationsprobleme, die man auch technologisch angehen kann und dass man versucht, auch einen guten Mix hinzubekommen. Auch für diese Projekte kriegt man ja Fördermittel und da gibt es auch Fördergeber, die man finden kann. Zum Teil kriegt man auch Sponsoring, das haben wir auch schon geschafft, als damals dann die sozusagen die große Flüchtlingssituation war, 2015, 16. Da haben dann auch Leute unsere Übersetzungs-App, die wir dann gebaut haben, gesponsert. Also da hat man auch, das kann man auch, wenn man sich ein bisschen bemüht, kann man eben auch versuchen, solche Projekte immer umzusetzen. Damit kann man nicht allein sein Brot, Butter aufs Brot kriegen, aber das kann man auch machen. Ja gut, damit, also sind ja im Prinzip ähnliche Antworten. Also eine gewisse Betonung, dass die Forschung nicht immer nur von den großen
Tech-Konzern profitorientiert und möglichst irgendwie profilieren, der Benutzer sein kann, sondern sehr viel mehr Facetten hat. Das wäre sozusagen eine der Antworten. Aber dann kennt man ja eigentlich schon wieder in gewisser Weise bei einer forschungspolitischen Frage, weil wir halt einfach wissen, dass die Summen, die in maschinelles Lernen und angrenzende Bereiche investiert werden, von den Proportionen her sehr unterschiedlich sind im Bereich der universitären Forschung, etwa wenn man das mit Deutschland vergleicht oder aber eben auch wird die großen Konzerne sowohl in Asien wie vor allen Dingen in Asien übrigens, die eine riesengroße, auch schriftlich festgehaltene KI-Strategie haben, von fast monströsen Ausmaßen, oder eben die amerikanischen Konzerne da reinstecken. Also vielleicht ist der Punkt, den man gerade, weil die Bundesregierung in ihrem eigenen Strategiepapier, wo sie die Sprunginnovationen ja gerne hätte jedenfalls, so sehr diesen forschungspolitischen Aspekt betont, dass man ehrlicherweise sagen müsste, dass diese alberne Summe, die die ja vorschlagen, natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein letztlich sein müsste. Und dass letztlich die großen, das muss man leider auch für die FKI sagen, aber das kann man sicherlich auch für deine Forschungseinrichtung sagen, dass es ja fast keine Universität gibt, die nicht im Wesentlichen mit diesem Drittmitteleinwerben zu tun hat. Und die Drittmittelgeber, wenn man sich in Europa zumindest mal ansieht, sind natürlich auch in großem Maße amerikanische Tech-Konzerne. Das ist leider ein Fakt, der sich über die Jahre eher noch verstärkt als weniger wird. Also ich glaube aber, dass das Forschungspolitik alleine nicht sein kann. Ich will nur sagen, bevor wir hier fortfahren, wir wollen das gerne auch ein bisschen mit dem Publikum debattieren. Ich weiß nur nicht, zu welchem Mikro man gehen kann, wenn man möchte. Willst du schon, dann kannst du auch jetzt, wir setzen das nachher fort, sprich einfach hinein. Ich habe das Mikro, aber ich habe noch keine Frage. Achso, du hast Ars. Dir kann jeder. Vielleicht war der Einstieg über die Enquete-Kommission ein bisschen schwierig, aber also ich glaube, man ist da in einen falschen Zungenschlag gekommen, weil also gegenüber dem, was den Rest des Tages gesprochen wurde, ging es ja dann doch oft um wir, und damit war Deutschland oder die deutsche Politik gemeint. Das ist ja sonst eigentlich nicht die Frage, mit der wir uns beschäftigen sollte. Was sollte jetzt ein deutscher Standort irgendwie machen? Also diese Setzung, man müsse mit China und den USA den Wettbewerb aufholen oder so, die würde ich mal ganz vorneweg in Frage stellen. Es wurde auch gesprochen um Macht und wie positioniert man sich da in Machtverhältnissen? Und da kann man auch sagen, es gibt vielleicht Machtspielfelder, auf denen wir uns als Gesellschaft, aber vielleicht auch als Deutschland, gar nicht positionieren wollen. Also den USA und China unterstellt man da ja auch keine rein guten Interessen sozusagen. Und ähnlich selbstkritisch sollte man das vielleicht auch sehen. Also ich komme aus dem militärkritischen Hintergrund, deswegen habe ich auch eine sehr KI-kritische Position. Und ich weiß auf der anderen Seite auch, dass das, sagen wir mal, regierungsseitig dieses Aufholen, Deutschland müsse jetzt aufholen, doch auch sehr geopolitisch motiviert ist. Ne? Das sind ja auch genau diese Machtblöcke, wo sich jetzt Europa irgendwie zwischen den USA und China sozusagen gleichberechtigt zu positionieren meint. Ich kenne Untersuchungen, da ist Deutschland auf Platz 5 der KI-Forschung, auf Platz 7 der KI Patente und auf Platz 8 der KI-Startups. Und ich muss sagen, wenn sich Deutschland mit so einer Rolle, also Position zwischen 5 und 8 weltweit nicht zufrieden gibt, dann macht mir das auch schon ein bisschen Angst. Ne? Weltspitze, der Begriff ist auch gefallen. Ich bin da skeptisch. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, diese Frage nach mehr Geld, die finde ich in dem Kontext auch ein bisschen fehlplatziert. Also die ist natürlich, aber im Koalitionsvertrag steht 3,5% des BIP für Forschung und die Verteidigung will gerade auf 2% des BIP hinaus. Das ist mir natürlich viel zu viel, aber also es ist schon mehr als für die Verteidigung, wird überwiegend als Drittmittel ausgeschüttet mittlerweile. Da passiert schon ganz schön viel. Es wird ein deutsch-französisches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz geben. Bayern, Baden-Württemberg, Saarland versuchen jetzt schon mit eigenen Mitteln da loszuziehen. Also ich glaube, auf Regierungsseite und Finanzmittel
da fehlt es nicht. Also Baden-Württemberg hat jetzt 40 Millionen ausgeschüttet allein dieses Jahr als Land. Und ich denke mir, 40 Millionen, wenn man damit tatsächlich... Vielleicht möchtest du irgendwie zu einem Punkt kommen. Ja, genau, jetzt, wenn man mit... Nee, ich habe da auch tatsächlich eine Kritik an der Positionierung oder an dem Framing, die habe ich jetzt gebracht. Abschließend, 40 Millionen, wenn man sich damit primär mit den Folgen für Gesellschaft von KI und vielleicht auch den Gefahren, aber nicht im Sinne von, wir entwickeln das jetzt weiter und wir bringen es schnell zur Anwendung, beschäftigen würden, dann kommt man mit 40 Millionen sehr weit. Ich habe aber das Gefühl, man will wirklich sehr anwendungsorientiert da mithalten und ich glaube, der Hintergrund ist durchaus geopolitisch und auch militärisch motiviert, wie die neue Agentur für Sprunginnovationen, die ja vom Innen- und vom Verteidigungsministerium geleitet wird, sehr deutlich macht. Also, ich weiß nicht, ob jetzt einer von euch einen Kommentar, wir haben im Wesentlichen ja versucht darzustellen, was die Regierung darüber geschrieben hat. Die Enquete-Kommission ist allerdings eine Parlamentskommission und wenn sich das Parlament über alle Fraktionen hinweg entscheidet, zu diesem Thema Informationen einzuholen, ist sicherlich, kann man kritisieren, kann man sagen, ja. Aber ich denke, das ist schon ein ziemlicher Schritt für ein Parlament, sich so eine Enquete-Kommission zuzulegen. Wollt ihr konkret? Naja, vielleicht auf die Kritik der, was ich vorhin gesagt habe, mit der Macht. Das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt als Aufruf hinstellen, um dem nachzurennen. Da muss ich aber doch, denke ich, real damit auseinandersetzen, dass Deutschland, so gerne das auch so, dass sich selbst immer ein bisschen isoliert, ist nun mal in der Welt keine Insel. Ja? Also können sich ja angucken, wer in ihrem Bekanntenkreis, selbst wenn sie es vielleicht nicht haben, aber wer da alles Facebook hat. Ja? Also das ist ja eine Realität, das ist also ein riesiger amerikanischer Konzern, eine Macht über die meisten deutschen Daten hat. So, das können Sie jetzt gut finden oder schlecht, aber im Endeffekt haben Sie da keine Verfügung drüber, weil Sie gar nichts zu sagen haben in der ganzen Frage. Also ich finde die Positionierung ja ehrhaft, aber auch ein bisschen Quatsch, weil ja in der Realität ist so ist, dass die meisten Deutschen sich da frei dafür entscheiden, all ihre Daten an diesen riesen amerikanischen Konzern zu geben und sich da unter Umständen wenig Gedanken darüber machen, was damit passiert oder was damit auch weitergehen kann. Ne? Aber wie gesagt, das hat jetzt mit mir als Forscherin nichts zu tun. Das ist ja. Na gut, wir wollen ja sicherlich auch keine Facebook-Diskussion draus machen. Sicherlich, Facebook setzt verschiedene Arten von KI-Systemen ein und auch schon länger und steckt auch Geld darin. Aber das ist sicherlich auch nochmal ein bisschen ein anderer Dreh. Das ist sicherlich auch eine machtpolitische Frage, Absolut. Die damit zusammenhängt. Aber da wollen wir, glaube ich, nicht unbedingt hin. Wo ist denn das Mikro? Ja, go ahead. Hallo? Ah, okay. Ich würde dir zustimmen wollen und was ich wichtig finde, ist eigentlich, dass Deutschland und Europa diesen Rückstand, den wir haben in KI und auch vielleicht in datenbasierten Geschäftsmodellen, auch als Chance erkennt, weil eben hattest du, Constanze, glaube ich, das Beispiel gebracht, Deutschland erlässt eben Gesetze zu den Vorteilen der Automobilindustrie. Und es liegt einfach daran, dass wir von diesen Industrien abhängig sind, auch im Sinne von Arbeitsplätzen etc. Und man kann jetzt von Ländern wie den USA oder auch China nicht ernsthaft erwarten, dass sie quasi das Rückgrat ihrer Wirtschaft verletzen, indem sie restriktiv in KI-Forschung, KI-Wirtschaft etc. eingreifen oder eben auch in diese datenbasierten Geschäftsmodelle. Und da haben wir in unserer Gesetzgebung eben noch eine höhere Unabhängigkeit, die wir nutzen sollten. Aber wollen wir dann die Software aus den USA und aus China hier einkaufen mit deren ethischen und Datenschutzstandards, weil wir sie selber nicht entwickeln? Ist das die Konsequenz? Naja, wir müssen sie verstehen. Also da stimme ich dir auch zu. Wir müssen natürlich Experten haben, die diese Software verstehen. Und wir müssen auch erkennen, und das ist ja auch ein bisschen das Motto dieser Konferenz, dass wir das nicht alles so hinnehmen müssen, wie sie es uns verkaufen wollen, sondern wir können es ja mitgestalten. Und wir können ihnen ja auch, wenn wir möchten, irgendwie Riegel vorsetzen. Und ich finde, da sollten wir auch zu radikaleren Mitteln greifen, wie zum Beispiel Firmen, die tatsächlich auf unsere private Kommunikation zugreifen können, die wir mit unseren nächsten Angehörigen führen, dass die gefälligst ihren Code offenzulegen haben. Also ich verstehe nicht, wieso da nicht radikalere Mittel ergriffen werden. Also das ist jetzt eine relativ naive Sicht, aber genau. Also ich finde, da sollten wir einfach unsere Unabhängigkeit als Vorteil oder als
Ja, genau, als Vorteil erkennen und nutzen. Naja, ich denke, also an beiden Kommentaren zeigt sich natürlich, dass die Menge, die hier sitzt, sicherlich nicht repräsentativ ist für den Diskurs, den die Bundesregierung da gerade anstößt und auch schon ein bisschen länger, seit 2 Jahren und auch nicht, auch ganz sicherlich nicht, was man üblicherweise in den Zeitungen liest. Also wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir hier ein ziemlich seltener Ausschnitt der Gesellschaft sind. Zum einen mit in der Regel technischem Vorwissen und B, eine eher skeptisch-kritischen Haltung zu solchen Systemen. Ich glaube, das ist aber beide nicht sehr repräsentativ für das, was zum einen die Regierung da gerade plant und zum anderen, wie sozusagen sich der Diskurs jenseits, also in der normalen Öffentlichkeit letztlich darstellt, finde ich, also ist zumindest jetzt mein Eindruck nach den beiden Wortmeldungen. Haben wir noch mehr? Okay, ja. Also ich würde da auch in diese Kerbe schlagen wollen. Wir haben seit einigen Jahren ein Prozess in der EU, da einfach Regulierung einzuführen, die Monopole tatsächlich auch versucht in die Schranken zu weisen. Es gibt meines Erachtens auch eine gewisse Sensibilisierung in der Bevölkerung, dass man sagt, okay, also dieses Überholen statt ohne einzuholen, war, glaube ich, die Formulierung vorhin, die fand ich ausgesprochen nett. Warum sollen wir nicht, es war schon mal so ein bisschen als Wettbewerbsvorteil betrachtet, datenschutzfreundliche Software, vielleicht gar nicht so schlecht. China hat, finde ich, einen solchen Renommee-Schaden über diese ausgesprochen schlechte Hardware und Software, von der die Leute wissen, dass sie wirklich voller Schwachstellen ist und ein Internet of Insecurity sozusagen produziert. Warum sollen wir uns nicht die Zeit nehmen, jetzt zu überlegen, was wollen wir eigentlich? Wir haben ein gewisses Instrumentarium, rein juristisch, mit dem wir gegen Monopole, sofern sie ihre Macht missbrauchen, vorgehen können. Da kommt vielleicht sogar ein bisschen Geld rüber. Und ansonsten sollte sich die EU meines Erachtens auch überlegen, ja, wofür wollen wir denn KI einsetzen? Wollen wir nicht vielleicht mal gucken, dass wir den Klimawandel bekämpfen, dass wir Ressourcen sparen, dass wir CO2 minimieren? Haben wir nicht vielleicht ganz andere Ziele, als Konsum anzukurbeln wie die Blöden? Ich meine, das ist meines Erachtens das Geschäftsmodell, was im Moment läuft und was wir uns einfach als Welt nicht leisten können. Und vielleicht müssen wir dann eben, auch wenn es schwerfällt, versuchen, davor zu gehen. Und zwar wirklich auch mit den klugen Köpfen, die wir haben. Ich meine, ihr beide seid hier. Ja, bleibt bitte auch hier. Schaut zu, dass ihr da was machen könnt. Also wir haben da einfach, glaube ich, auch eine bisschen andere Einstellung dazu als ein angelsächsisches Wertesystem, was da, die ticken einfach anders. Und die Chinesen schon gleich gar. Wollt ihr das kommentieren? Da bin ich absolut d'accord. Ich denke, das ist ja auch das, was man bei der Solarenergie oder so immer gesagt hat. Ja, wenn du da kannst du Ökologie und Ökonomie zusammenführen, aber das hat man auch verpennt. Also selbstverständlich sollte man sich das genau überlegen und auch eben auch die Themen sozusagen, für mich sind natürlich als Sprachwissenschaftler immer die Kommunikationsthemen auch wichtig. Wie kriegen wir eigentlich in Europa eine Kommunikation, eine wirkliche Transparenz? Wie können wir auch Tools bauen, die uns helfen, Sachen zu debattieren, auszudiskutieren und Konsens herzustellen, auch über solche Fragen, auch mithilfe von Technologie, also immer beides einzusetzen. Ich meine, da bin ich völlig bei dir. Und ich meine, dass unsere Autoindustrie jetzt auf den Elektrozug aufspringt, indem sie SUVs mit Elektromotoren baut, weil ja SUVs ganz beliebt sind. Ich meine, da wollen wir nicht hin, da wäre kein Mensch hin. Das ist ja ungezweifelt. Also gute Ideen. Und die haben wir im Zweifelsfall, kann man die hinterher auch in die Welt verkaufen, in andere Regionen, die ebenfalls was wollen. Also d'accord. Ich will jetzt auch gar nicht immer der Nächste sein zu dem ganzen Thema, aber die Sache ist doch vielleicht das neue Paradigma, in dem wir uns beschäftigen, ist, dass viele Algorithmen, die entwickelt werden, die kann ich für eins oder das andere einsetzen, aber die müssen erstmal, also so oder so, entwickelt werden. Dann müssen die gemacht werden. So ist es. Ja. Also du willst nicht dem Schmied, der gerade einen Hammer baut, sozusagen regulieren wollen, dass eventuell damit jemand umgebracht werden könnte. Das ist völlig klar. Ne? Also man muss schon erstmal gucken, ob es ein Hammer wird, der oder ein Killerroboter oder auch. Das ist an, ne? Ja. Das passt ganz hervorragend zu meiner Frage. Ihr habt gerade über die
über die Agentur für Sprunginnovation gesprochen. Was ich da ja besonders schon beängstigend finde, ist, wie werteagnostisch das aufgebaut ist. Also es geht komplett nur darum, Sprunginnovationen zu fördern. Es geht darum, disruptive Technologien zu entwickeln. Aber was für Effekte diese Disruption haben, wird überhaupt nicht bedacht. Also es geht um Wirtschaftsförderung. Wenn ich mir das so die Grundfesten unseres Sozialstaats angucke, wir haben da in Deutschland ein Modell, wo wir viele Probleme, die in den USA Innovation nötig machen, in Deutschland einfach so nicht in dem Ausmaß nötig sind. Also viele soziale Probleme werden hier einfach durch den Sozialstaat aufgefangen. Wenn wir jetzt disruptive Technologien entwickeln und auch soziale Technologien, dann untergräbt das im Zweifel eben auch die Grundlagen unseres Gemeinwesens. Und deswegen frage ich mich sozusagen, also wir haben jetzt gerade über das Werkzeug gesprochen, das kann in die eine oder die andere Richtung verwandt werden. Was haben wir denn anzubieten, sozusagen jenseits dieser Technikfokussierung, dafür sozusagen eine werteorientierte Technologie zu entwickeln und eben auch ein gesellschaftliches Verständnis dafür zu entwickeln? Ich will vielleicht eine Sache hinzufügen. Wir hatten gestern die Gelegenheit, kurz bevor diese Enquete eingesetzt wurde, mit drei Parlamentariern aus drei verschiedenen Parteien zu debattieren. Und ich habe die ehrlich gesagt ein bisschen angemeckert, weil wenn du solche Fragen überhaupt debattieren wirst mit einer Kommission, die zumindest potenziell den künftigen Gesetzgeber anleiten soll, dann wäre es natürlich schön, wenn man so eine Meinung, die ihr hier ganz offenkundig vorherrschen, auch einbringen könnte. Ich darf daran erinnern, dass die letzte Enquete-Kommission bereits ein Partizipationstool hatte, das Leute mitgemacht haben, wo sich über 1000 Leute angemeldet haben, dass die Papiere, die die damalige Enquete rausgehauen hat, zeitnah veröffentlicht wurden, man konnte da mitmachen und dass das hier einfach nicht passieren würde. Das heißt, selbst wenn man die Fragen hat, wenn man interessante Lösungsvorschläge hätte, man kann sie letztlich nicht einbringen. Man kann sich natürlich an einzelnen Sachverständigen wenden, ja, kann man natürlich machen. Haben übrigens auch damals viele gemacht, aber aus meiner Sicht ist zumindest das Herstellen der Öffentlichkeit, aber auch das Einholen von Wissen und Meinungen und Vorstellungen, also im Sinne von Wünschen, beim Bundestag wieder rückentwickelt wurde gegenüber dem, was wir schon mal hatten in einer anderen Enquete-Kommission, die sich ja auch mit dem im weitesten Sinne mit Netzthemen beschäftigt hat. Ich finde es insofern traurig, aber man muss natürlich auch sehen, dass die Mehrheit dann immer entscheidet. Weil ich finde, anders als sozusagen unser erster Kommentator, dass so eine Möglichkeit sehr wohl stimulieren könnte, die gesellschaftliche Debatte anders zu drehen. Und so eine, also wenn genug Aufmerksamkeit auf diesem Gremium liegt, gerade weil alle selbst die ganz, was sind die, braun-blau? Naja, alle da vorhanden sind, dass man eine ganz andere Debatte aufmachen könnte, genau zum Beispiel um so eine Fragen, aber auch um die vorgenannten. Deswegen hat mich das so frustriert. Aber das hat nicht geholfen. Also ich habe die einfach nur angemeckert. Aber ich meine sozusagen die schwierige Frage, wie in einer globalisierten Welt die Sozialpartnerschaft organisiert werden könnte, wenn eben Clickworker und Löhne und Cayman Island und so, wenn wir sozusagen in einem sehr komplexen System sind, wo nicht mehr die Frage ist, irgendwie der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, die stehen sich jetzt gegenüber und machen Tarifverhandlungen und irgendwie federn wir das soziale Ungemach des Entlassenwerdens irgendwie ab. Das sind ja total interessante Fragen und ich weiß aber nicht sozusagen, ob wir jetzt KI, wir haben ja vorhin gesehen, was Machine Learning heute so machen kann, da kann man ein bisschen eine Personalvorauswahl machen, da kann man Texte übersetzen, da kann man Autos mitsteuern, da kann man tolle Sachen, da kann man Tumore finden in MRT-Scans, aber ob man sozusagen die sozialen Probleme schon, die wir haben und die auch schon lange bekannt sind, sozusagen, ich meine, da muss man dann auch wieder ein bisschen abturnen und sagen, irgendwo sind wir dann in einer gesellschaftlichen Debatte, die total wichtig ist, aber wo ich fürchte, dass jetzt nicht unbedingt diese Technologie uns die Antworten heute oder morgen geben wird, ne? Wir brauchen technische Hilfe. Also ich möchte uns in dreierlei Hinsicht ein bisschen Mut machen. Oh. Ich habe im Zusammenhang mit Enquete und mit der Zeitkonferenz und in dritten Organisationssache mit mehreren Ministern gesprochen, die mir im Vertrauen gesagt haben, das sind ja jetzt alles junge Leute, neue, wir brauchten eine europäische KI. Denn mit dieser amerikanischen und chinesischen sind wir nicht zufrieden. Und das ist im Grunde nicht der Sinn, wo man sagt, der Geist der Industrie, die das alles nur nachmachen will. Das ist jetzt noch nicht die Frage, die ich an die Karl Ulrich stellen will. Die kommt am Schluss.
Das wollen wir denen doch jetzt erklären. Ne? Ja. Die zweite Aussage war, oder ich ziehe das dritte jetzt erstmal vor. Karin Ulrich, Sie haben vorhin eine, wollen wir mal sagen, Art natürlicher Grenze mit der Entscheidung, was fair ist, eingezogen. Ich kenne auch mehrere solche natürliche Grenzen, die immer wieder daran gehen, wenn man diese Schwellwertsysteme, die ja im Grunde nichts anderes sind als Turing-Maschinen, auf den Menschen anwenden will. Und meine Auffassung steigt, dass dieser neuerliche KI-Hype, der sich da künstliche Intelligenz nennt und doch nur eine Art der Mustererkennung ist, dass der nicht hält, sodass wir also in Deutschland durchaus eine Chance haben, diese europäische künstliche Intelligenz zu machen, indem wir nämlich zum Beispiel sowas wie Karin Ulrich, ich weiß nicht, ob Sie da nachfolgen können, der eine Art Heisenbergschen Unschärferelation der Schwellwert-KI feststellen können, die nämlich immer dann, wenn es in menschliche Bereiche geht, wo der Mensch eben kein Computer ist, die dann tatsächlich an ihre Grenzen kommt. Ich weiß nicht, ob Sie noch mehrere, Frau Ulrich, noch mehrere solche Erscheinungen gesehen haben, aber ich glaube, Sie haben noch eine zweite, ja, das war ja das mit den Negern, ich kann das dann noch mit der Panzererkennung durch DARPA über Google und so weiter unterlegen. Also ich bin der Meinung, wir haben eine echte Chance und wir sollten vielleicht auch die Enquete-Kommission ein kleines bisschen in der Hinsicht ermutigen, dass sie, wollen wir mal sagen, eine mehr menschenorientierte künstliche Intelligenz, die nicht strikt auf dem Paradigma beruht, der Mensch ist ein Computer und die neuronalen Schwellwertnetze können alles. Die sollten wir im Grunde aufbauen und ich sehe im Grunde genommen auch schon einige Ansatzpunkte. Das war jetzt meine Aussage. Und was meinten Sie jetzt? Vielleicht lassen wir erstmal dabei und lassen wir erstmal, ich bin schon so gespannt auf die Antwort. Eigentlich habe ich gar keine Antwort, ich habe also mehr eine Frage. Ich bin studierter Physiker eigentlich, ich denke, ich kann mit heißen Schärfe. Ja, ja. Ja, ich auch. Ne? Die Frage ist aber zurückgestellt. Was definiert denn diese europäische KI, diese menschliche KI für Sie? Also schreiben Sie das doch mal auf. Na. Aber ich meine, ist ja völlig klar. In der letzten Zeit sagt eine Firma, sie kann, was weiß ich, aufgrund eines 5-minütigen Telefoninterviews 42 bewerbungsrelevante Faktoren dieser Person modellieren oder rausziehen oder irgendwas. Ich meine, genau, welche Reaktion als diese bleibt einem übrig auf so eine Aussage? Und ich meine, da wollen wir natürlich nicht hin. Und das war auch mein Punkt am Anfang, wir wollen das besser machen, wir wollen mehr Wissen, auch ingenieursmäßiges Wissen, auch kulturelles Wissen und so mehr auf die Maschine bringen und eben wegkommen sozusagen von dem nur datenhungrigen, alle Daten reinschmeißen, schuckeln und gucken, was rauskommt. Das ist Alchemie, auch zum großen Teil, das wissen wir ja auch. Ne? Da ist wahnsinnig viel Unsicherheit und da sozusagen, sie ändern ein bisschen was an den Pixeln und es knallt ihnen um die Ohren. Und ich meine, das wäre ja schon mal ein Schritt, wenn wir das alle verstehen, wenn erstmal alle verstehen, dass es so ist und wir dann überlegen können. Und aber dann sind wir wieder bei dem alten Punkt, hatten wir im Vorgespräch heute, wo wir immer wieder dran kommen. Die Digitalisierung von Abläufen, Workflows, Entscheidungsdingen zwingt uns, gesellschaftliche Fragen zu besprechen. Wie wollen wir die Personalauswahl führen? Wie wollen wir die medizinischen Behandlungen zuweisen? Wie wollen wir X? Wie wollen wir, dass der Verkehr fließt? Das sind dann wieder Fragen, die können wir völlig außerhalb der Technologiedebatte im Grunde führen. Und da könnten wir die sozusagen auch in diesen Kommissionen, das sind ja auch nicht nur Technologen, kann man natürlich diese ganzen Felder aufmachen und dann eine Debatte darüber führen. Dann kann man gucken, können wir das auf die Maschine bringen? Können wir das in Regeln auf die Maschine bringen? Können wir das aus Daten auf die Maschine bringen? Wenn wir es aus Daten auf die Maschine bringen, wie können wir sicherstellen, dass die Daten von guter Qualität sind, keinen Bias haben, dass die Maschine hinterher das tut? Dann entwickeln wir Testbatterien, Sandkästen, in denen wir experimentieren, ob die auch wirklich die Entscheidungen unbiased, Gender unbiased und so weiter führen, ob die richtige Medikamente für Behinderte, für Farbige, für Weib, für alle machen. Das können wir doch alles tun. Das können wir doch mit einer mutigen und offenen Herangehensweise tun. Das ist mir aber jetzt zu doll Hurra. Also da will ich gerne mal nachfragen. Also ist es nicht auch ein Fakt, dass dieser Hype und auch die Kommission und die Papiere auch damit zusammenhängen, dass wir vor bestimmte Fakten bereits gestellt sind? Ich glaube, ein großer Schreck ging durch die Bevölkerung zu sehen, was faktisch gemacht wird mit manchen etwa chinesischen Minderheiten, dass man die Technik nicht
theoretisch debattiert, sondern sie teilweise da ist. Oder dass wir Elemente des maschinellen Lernens sehen in der Technik, die wir in der Hosentasche haben. Also ist es tatsächlich noch wahr zu sagen, können wir ja sagen, machen wir anders, wenn wir in der Wirklichkeit schon mit relativ viel im Alltag konfrontiert sind, weil es in der Software, in den Betriebssystemen oder in den Apps integriert ist, die wir benutzen? Also kann man das überhaupt noch so sagen? Stimmt das noch? Also wenn wir es nicht selber entwickeln und beforschen und so weiter, ich meine, dann mal garantiert nicht. Also dann sind wir sozusagen völlig davon abhängig, was andere uns hinschmeißen. Aber gib mal ein konkretes Beispiel. Also ich darf mal daran erinnern, also ja. Wir haben ja irgendwie letzte Legislaturperiode hatten wir ja einen relativ aktiven Verbraucherschutz im Justizministerium, die sich 4 Jahre Gedanken gemacht haben, was passiert denn da eigentlich gerade, wenn wir softwaregesteuerte Formen von Diskriminierung haben. Es ist doch nicht so, dass wir jetzt erst anfangen, darüber zu reden, sondern wir haben ja ein paar Fakten. Natürlich haben wir in Deutschland und in Europa ein paar Regeln, die Dinge verbieten, die man hier so nicht einsetzen kann. Deswegen, also ich bin so ein bisschen gegen diese zu starke, na, überlegen wir uns jetzt, machen wir dann so, wenn uns letztlich ja auch Technik schon einholt in unserem Alltag. Ich meine, das hatten wir vorhin, maschinelles Lernen ist halt tendenziell mal deskriptiv sozusagen, es gibt das und das natürlich mit einer wahnsinnig unscharfen Brille, gibt das wieder, was in den Daten drinsteckt irgendwie, ne? Und wenn die Daten und so sind, Daten eben diskriminierende Momente drin sind, dann kann man der Software nicht sagen, das war jetzt nicht gut, mach das bitte noch, also kann man nur sehr schwer sagen. Ja, und ich meine, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch die KI, die, sagen wir mal, regelbasiert und so wäre, wissensbasiert, die könnte es theoretisch geben und die kannst du durchaus normativ gestalten. Da kannst du sagen, wenn du die Personalauswahl triffst, dann nimmst du die und die Faktoren und die nimmst du nicht und die nimmst du zu so viel Prozent und so weiter. Man könnte, sagen wir mal, in der Theorie, aber das ist wirklich Theorie und das ist dann eben schwer und da könnten wir uns aber stark machen, das war wieder der Punkt vorhin von der Dame da oben, dann lass uns doch versuchen, ob wir das hinkriegen, aber das ist dann echt nochmal ein richtiger dicker Brocken. Das ist dann leider nichts, was ich euch jetzt aus der Tasche ziehen kann und sagen, hier ist es. Das ist jetzt die faire, sozusagen normative Maschine, die können wir einfach gut einstellen und dann läuft sie gut. Das ist dann wirklich jetzt nochmal Forschung einer ganz anderen Gestalt. Aber meine Hoffnung wäre, ich meine, vielleicht bin ich Forscher, bin naiv, aber meine Hoffnung wäre, dass das eben nicht alles schon zu spät ist und abgefahren ist und dass wir da noch irgendwie hinkommen können. Also was man vielleicht auch gegenüberstellen kann zu diesen ganzen Systemen, über die wir eigentlich reden und die diese ganzen Erfolge feiern, ja, wo auch diese Fehler passieren, ist im Endeffekt, was wir machen, wir analysieren immer nur Korrelationen. Ne? Es geht eigentlich nie um Kausalität und es gibt rigorose mathematische Kausalitätsforschung. Also in Deutschland einer der großen 3 Standorte der Welt, das sind Tübingen, Bernd Schönkopf's Lab, ja. Es gibt einen Ausleger in Amsterdam, es gibt Judea Pearl, also es sind im Endeffekt wenige Gruppen, die man benennen kann, die eigentlich genau, ist im Endeffekt genau der Punkt, den wir bemängeln oder den wir in den meisten Sachen im Kern bemängeln, ist, dass wir eigentlich, wenn wir Menschen oder wenn wir Sachen diskriminieren, dass wir gar nicht genau, oder dass wir nur diese Korrelationen feststellen, aber nicht eigentlich den eigentlichen Grundwissen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wo stehen wir in Korrelationsforschung? Wir können uns also hunderte dimensionale Datenpunkte angucken, über über Millionen, Milliarden Anzahlen von Datenpunkten, ja, diese Korrelation finden in diesen Hunderten von Dimensionen. Aber in einer Kausalitätsforschung, da stecken wir im Endeffekt bei 5 bis 7 Variablen, die wir nicht voneinander unterscheiden können, wo wir nicht genau wissen, wer ist da verantwortlich für was. Und wenn man anfängt dann zu sagen, Sachen beeinflussen sich gegenseitig, also Circles, da stehen wir noch ganz am Anfang. Also so ganz, ganz am Anfang. Das ist heute, wie es vielleicht KI vor, weiß ich nicht. Aber wir Menschen, wir lösen sowas ja auch mit Wissen. Ich muss ein bisschen eingreifen, weil wir, ich kriege hier Schilder, ihr zeigt, dass wir knapp bei der Zeit sind. Wir haben diese eine sehr knappe Frage, die Stefan noch stellen wird. Es ist weniger eine knappe Frage, mehr ein Plädoyer. Ich finde es etwas unfair, wenn wir China für etwas schelten, was wir eigentlich gerade versuchen zu tun. Also wenn man dieses KI-Eckpunktepapier liest, dann steht da zum Beispiel ganz viel drin mit, wir müssen die Grenzen zwischen Forschung und dann der Anwendung runterreißen. Wir brauchen Transfer zwischen Gesellschaft, zwischen der Regierung, zwischen der Forschung, um dann wieder ein Produkt draus zu machen. Und dann macht China genau das. Es bildet irgendwie Zentren, es wählt 12 Städte an, um Sandboxing zu betreiben, um Forschung eigentlich zu betreiben mit dem Social Credit Score, nimmt dafür öffentliche Daten, die werden dann analysiert und ich finde das
furchtbar, aber das kann doch nicht sein, dass wir das furchtbar finden und dann in dem Eckpunktepapier steht eigentlich mehr oder weniger genau das drin, genau das wollen wir und wir wollen das fördern und so etwas, also deswegen, wir können nicht China kritisieren und dann in so ein Papier das reinschreiben. Insofern wäre es ganz wichtig, wer dieses Wir ist, also wir, diese Wir-Kritischen ist wahrscheinlich nicht das Wir des Eckpunktepapiers, wozu ihr natürlich auch alle aufgerufen seid, das zu kommentieren. Ihr habt, glaube ich, noch Zeit bis zum 1. Oktober, also vielleicht jetzt bei der bunten Bar, können wir vielleicht noch weiter drüber reden. Ja. Ich glaube, wir haben nicht wirklich Zeit für eine etwas längere Abschlussrunde, aber vielleicht, ich habe noch eine letzte Frage, hätte ich schon noch, aber ihr müsst die kurz beantworten, weil wir nicht mehr Zeit haben. Wenn wir uns in, was wäre das, so 4,5 Jahren wieder treffen und so gerade vor der nächsten, nach der nächsten Wahl stehen sozusagen, was würdet ihr euch wünschen? Ja, na was denn? Was würdet ihr euch wünschen, wie sich die Debatte vielleicht ein bisschen verändert hat, im positiven Sinne? Ja, Joscha? Das ist aber wirklich jetzt eine harte Frage, mein lieber Mann. Und du hast nur 1,5 Minuten. Ich habe nur 1,5 Minuten, wie die Debatte sich im positiven Sinne, ja, ich denke, dass wir also wir sind uns ja einig, einige von uns hier sind Informatiker im Raum, wir wollen ja gerne irgendwie in diesem Bereich arbeiten und forschen und auch gute Produkte bauen und wir sind aber, ich meine, ich ganz persönlich bin auch einfach mit der Qualität der Produkte nicht zufrieden und möchte gerne einfach daran arbeiten können, bessere Produkte zu bauen, die für Menschen besser sind, die menschlicher sind, die schöner sind, die gerecht sind und ich finde das sozusagen, ich finde das gar nicht so unvereinbar eigentlich und ich denke gerade so eine Kommission, die wirklich hier in diesem Fall irgendwie sehr paritätisch besetzt ist, die kann sicherlich den Diskurs in die Richtung irgendwie lenken, aber wieder der alte Punkt, gesellschaftliche Fragen. Wir müssen darüber sprechen, was wollen wir eigentlich? Ich muss nicht, möchte nicht sagen, ich will nicht, dass Pflegeroboter im Krankenhaus arbeiten. Dann muss ich sagen, wie kann ich eine Krankenschwester, die einem, drei Flure mit 60 Personen nachts zu bedienen hat, wie soll die das schaffen? Ja, und wenn ich dann eine Idee habe, oder ich kann nicht sagen, ich will, dass die Bahn irgendwie besser fährt, sondern dann sage ich, dann zahle ich das Doppelte fürs Ticket und dann fährt die Bahn auch besser. Ich denke, dass man muss immer so ein bisschen auch mal gesellschaftlich sich überlegen, was sind die Alternativen? Kann ich die Sachen auch anders regeln? Habe ich nichts dagegen, sie auch anders zu regeln? Ja, Karen kann da noch einen draufsetzen. Na, was wäre aus deiner Sicht? Also ich meine, diese kann man ja auch im akademischen Sinne verstehen, die Frage, wenn man möchte. Ach so, naja. Also, muss man ganz ehrlich sagen, ich lebe seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich kriege eigentlich die Debatte primär in Holland mit und die ist da ganz anders. Ja, aber ich glaube, für einen gewissen Wunsch für Europa kann man ja durchaus damit verbinden, oder? Naja. Okay, ich will es auch nicht erzwingen, so ist es nicht. Ich will vielleicht noch auf eins hinweisen, unsere französischen Nachbarn, die mit der CNIL gerne sehr schon länger aktive Behörde haben, die sich auch mit Fragen der KI, aber auch Ethik der KI auseinandersetzt, hat einen wunderbaren Abschlussbericht gemacht nach 1,5 Jahren Debatte, der übrigens sehr viel offener gestaltet war als die parlamentarische Enquete-Kommission, den ich sehr empfehlen will, wer nicht so ganz zufrieden war mit unserer zu stark regierungsorientierten und ökonomischen Debatte, dem empfehle ich diesen CINL-Bericht, der sehr lesenswert ist. Ansonsten bedanke ich mich fürs Aushalten, für die kritischen Bemerkungen und für die Aufmerksamkeit und natürlich bei Karen und Ayosha dafür, dass sie sich die Diskussion gestellt haben. Vielen Dank. Tschüss.